Und zwar, der Anfang fiel uns allen schwer. Das ist heute 50 Jahre her. Nach der Arbeit im Betrieb hieß es Stunden machen. Dabei hatten keine was zu lachen. Mit Hacke und Schaufel mussten wir uns plagen. Dann mit den Schubkarren den Dreck über ein Brett auf den Wagen. Da gab es kein Bagger oder Maschinen. Per Hand mussten wir uns bedienen. Aber die Vorfreude auf eine Wohnung zu besitzen, ließ uns fast täglich mächtig schwitzen. Dann nahm das Haus seine Formen an. Der Tag der Einzug kam heran. Die Straße war nur Matsch und Schlamm. Ein Riesengewitter hatte das am Vortag getan. Die Träger gingen über Bretter und Pappen, bis wir alles in der Wohnung hatten. Das Dach war auch ein Viertel abgedeckt. Wir bekamen alle einen Schreck. Das wurde schnell in Ordnung gebracht. Somit kam die erste Nacht. So nach und nach lebten wir uns ein. Es mussten aber noch viele Außenarbeiten sein. Auch diese schafften unsere Männer bald, denn langsam kam der Winter und es wurde kalt. Die Kachelöfen heizten uns ganz schön ein. Doch nach Jahren musste eine Heizung sein. Ging's wieder los mit dem Umarbeiten. Dafür mussten alle leiden. Im Winter rissen sie die Bäder raus. Musste einer pinkeln, ging's bei 10 Grad Kälte auf die Dix hinaus. Die Essen wurden abgerissen mit Gravur. Dabei flogen bei Hanni die Steine in den Flur. Mann, ich habe gesagt, Gott sei Dank sind die Einkurven gefahren. Ein Ziegel. Die sind gut am Tut gewesen. Ein Ziegel hatte sich in die Esse verklemmt. Das war unmöglich. Ich wunderte mich, dass mein Ofen nicht brennt. Nochmal musste bei Hanni die Flur aufhacken. Dabei konnte man den Übeltäter packen. Die Jahre vergingen, es war öfter was los. Dann kamen unsere Kinder. Die Freude war groß. Täglich gab es Wäsche, Welt ein Graus. Die Wäschepäne mussten rein und raus. Weil diese aus Holz und empfindlich waren, mussten diese gut bewahren. Dann machten die Männer Eisenstangen raus. Da fiel das tägliche Schleppen aus. Später hat sich die Agentur was überlegt und einfach die Stangen abgesägt. Dafür gibt es Wäschespinnen. Also werden ein neuer Abschnitt beginnen. Das gab Hut und Tiefen in unserem Haus, doch das machte uns allen wenig aus. Doch langsam werden wir alt. Jetzt trägt uns alles auf. Das ist nun mal der Lebenslauf. Im Keller wurde auch noch umgebaut. Das hat uns viele Nerven geraubt. Seit kurzer Zeit haben wir eine Sprechanlage. Und dabei warteten wir einige Jahre. Die AWG kommt einfach mit uns Neuen, mit was Neuen an. Wenn wir schimpfen, da geht es uns gar nicht an. Wir dürfen nur zahlen, Rechte haben wir nicht. Das ist eben unsere Mieterpflicht. Ob die AWG heute auch mal an uns denkt, vielleicht einen Blumenstrauß uns schenkt und etwas Dankbarkeit zeigen, wenn nicht, dann lassen sie es eben bleiben. Heute lassen wir uns nicht verdrießen und eine hinter die Binde gießen.
father gets up late for work. Mother has to harness her, then she sends her kids to school. Karen sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Stay.